Spaziergang 1 und Spaziergang 2. Habe ich die Arschkarte gezogen und muss anfangen? So. Das ist gut vergoren, das ist, zählt das als Weißbier, oder? Genau, Martin Weizenglas. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zum piratischen Aschermittwoch in Stuttgart. Jetzt bin ich hängen geblieben. Ist eine sehr kleine Veranstaltung, aber eine sehr familiäre Veranstaltung. Und wir tun irgendwie unsere 5 Leute, die draußen zuschauen, wahrscheinlich einer davon der Günther und die anderen beiden sind die Leute im Handy hier, auch begrüßen. Macht mal einen Lärm, dass ihr da hier sind. Genau. Mal schauen, ob wir irgendwie den Seehofer toppen können oder Gott bewahre den Mister in 10 Minuten vom Hauptbahnhof quasi abgeflogen vom Flughafen. Ich glaube es ja nicht. Heute sprechen werden für euch ich, Martin, sei mal vor. Danach kommt dran, wer hat sich um den zweiten Platz geschlagen? Der Günther. Als zweites kommt der Günther dran und danach der Johnny, unser Bundestagskandidat. Also ein volles Programm für euch. Und im Anschluss werde ich hier noch jemanden vor die Kamera zerren, der dann verkündet, dass es in den nächsten Tagen noch Arbeit zu tun gibt, bevor er mit dem Orga-Treffen loslegt zu mobilisieren. Doch, Herr Geschäftsstellenleiter. Gut, ich entschuldige mich im Voraus, ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich versuche es halt trotzdem. Gewissermaßen, was macht man so an einem politischen Aschermittwoch? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie seinen politischen Gegner verarschen, irgendwie feststellen, im Land ist alles mies, außer man selbst, ich weiß es nicht genau. Wir tun so, als hätten wir was zu lachen. Genau, also wenn man so die Zeitung aufschlägt, was geht so ab und über wen kann man sich lustig machen? Ich habe mir das heute auch ein bisschen im Stream angeschaut, aber im Endeffekt kann man einfach auf die üblichen Verdächtigen draufhauen. Keine Ahnung, gibt es einen üblichen Verdächtigen? Nehmen wir zum Beispiel den Brüderle her. Schaban. Die Schaban, genau. Also so Leute auf die typischen toten Pferde, wo man sagt, okay, die fliegen, schwirren schon rumherum. Ich meine, Mappus! Lebt er noch? Ist der nicht irgendwie auf Sri Lanka in einer Villa zusammen mit den anderen gescheiterten Mafia-Bossen? Nein, das nehme ich jetzt zurück, weil das habe ich nie behauptet. Ja, aber zum Beispiel der Brüderle, ich meine, ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn ehrlich gesagt nicht. Das ist ein schöner Mensch. Ich meine, abgesehen davon, dass er da die Journalistin angreift, das ist ja mies, aber das ist ja darwinistisch, was der macht. Der kann doch bei keiner Frau erfolgreich sein auf die Art, oder? Kann mir das jemand erklären? Eine Tanzkarte anbieten, ich meine, das macht man ganz anders. Ich meine, das war vielleicht... Meine Güte, du bist das Ebenbild der fleischgewordenen Venus. Ich spreche jemanden vollstes Vertrauen aus. Danke. Wir haben das vorher nicht geübt. Ja, also man kann Komplimente auch viel schöner machen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Diskussion wirklich so schlau war, die daraus hervorgegangen ist, aber es war schon sinnvoll, was... dann an Diskussionen entstanden ist, wie wir nämlich menschlich miteinander umgehen. Da ist jetzt natürlich auch viel anderes Schindluder daraus erwachsen. Aber im Allgemeinen denke ich mal, den Herrn Brüderle wird das nicht weiter stören. Der ist nämlich ein Profi im Aussitzen. Die sind alle Profis im Aussitzen, das ist super. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass die Schawan zurückgetreten ist, weil in Wahrheit, die hätte ja nur abwarten müssen und still sein müssen, dass diese miese Uni nachbohrt. Ich meine, dass die Sauereien ohne Ende gemacht haben bei dem ganzen Verfahren, ist ja ein anderes Thema, aber... Das ist ja absurd. Und Silvana Koch-Merin? Die haben Silvana Koch-Merin wieder ausgegraben. Ich habe es nicht geglaubt. Beim ZDF, Gesprächsrunde, werden Frauen diskriminiert, bla bla bla. Und dann graben die Silvana Koch-Merin aus. Und die erzählt einem was vom EU-Parlament und wie schlimm. Woher will sie das wissen? Die kann im EU-Parlament gar nicht diskriminiert worden sein. Wann waren die dort? Ja. Wann waren die dort? Keine Ahnung, im Sitzungskalender? Keiner weiß es. Wir haben es alle gesehen. Also wir haben es nicht gesehen, weil sie war nicht da. So gemein, aber mein Gott. Und ich bin mir sicher, die werden die auch wieder aufstellen nächstes Jahr zur EU-Wahl. Und die wird auch wieder gewählt werden, weil ich meine, so tot kann die FDP gar nicht sein, dass sie nicht irgendwie wieder gewählt wird. Das ist, würde mich ja wundern. Also im Allgemeinen,
Muss man schon sagen, also irgendwie, wir machen das schlechter als die Koalition. Die sind zwar auch zerstritten, aber irgendwie bei uns kreidet man das mehr an. Ja, wenn man sich anschaut, ich meine, alleine, es ist so wunderbar. Der Schäuble macht seinen Assistenten vor versammelter Mannschaft zur Sau. Und morgen haben sie schon wieder alle vergessen gehabt. Also das sind so Umgangsformen, die sieht man normalerweise vorne gar nicht. Bei uns sieht man die halt viel besser. Es ist nicht weniger verwerflich deswegen, aber ich finde es immer wieder großartig, was die alles aussitzen, wo die über hinwegkommen, wo die sich die letzten 4 Jahre, im Prinzip 3 davon, mit geschärfter Axt gegenseitig niedergemacht haben, wo die, wie viele Minister waren es, 7 Minister verschlissen haben, die im Laufe der Zeit irgendwelche Doktortitel verloren haben und zurückgetreten sind oder an Machtkämpfen abgesiegt worden oder irgendwelche Wahlen verloren haben irgendwo und dann deswegen auch zurückgetreten worden sind. Dagegen sind wir eigentlich harmlos. Wir haben seitdem einen einzigen Bundesvorstand gehabt. Er hat zwar auch jetzt nicht unbedingt zuvor Arbeit geleistet, aber er war vorhanden, er hat beschlossen und er hat uns gegenüber den Medien immer würdig vertreten und wir sind ihm alle dankbar dafür. Aber im Endeffekt sind sie zerstritten und sie sind jetzt so zerstritten, dass sie in Bali einmarschiert sind. Verzeihung, nicht in Bali. Bali, Ferienparadies. Nein, in Mali sind wir einmarschiert. Mali war das, oder? Wir führen doch nicht Krieg. Führen wir Krieg? Weiß nicht. Das ist humanitäre Hilfe. Ach so, humanitäre Hilfe, ja. Warum genau sind wir eigentlich in Mali? Was genau hat die Bundesregierung erwogen und den Bundestag, sich das anzutun? Ich meine, ich habe mir mal genau Gedanken gemacht, wo innerhalb der letzten 4 Jahre in Afrika Gemetzel waren. Also jedes Jahr werden Leute abgeschlachtet, eine Volksgruppe entscheidet, dass der Nachbar beschissen ist und dann schafft man sich halt seine Pumpgun und mal eben sind 100.000 Leute tot. Üblicherweise liest man darüber, ja, vielleicht in Telepolis mal ein beiläufiger Artikel, der auf einen BBC-Artikel verweist, wo dann steht, ja, in diesem und jenem Land wurde mal wieder irgendeine Volksgruppe gewaltsam niedergemetzelt. Ich finde es ehrlich gesagt schön, dass wir hier einschreiten. Ich weiß zwar nicht genau, auf welcher Grundlage wir jetzt ausgerechnet dort einschreiten. Und wenn es überall anders, also wo die Leute nicht irgendwie Uran haben oder so, da schreitet man dann nicht ein. Also wir sind schon eine sehr friedliche Nation, wir schreiten immer dann ein. Wie hat es der Herr Horst Köhler schon schön gesagt, bevor er zurückgetreten ist, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, führen wir Wirtschaftskriege? Ich weiß nicht. Führen wir einen Wirtschaftskrieg oder unterstützen wir Frankreich bei einem Wirtschaftskrieg? Ich meine, wir fliegen deren Truppen und Waffen dort ein. Ich frage mich, wie die schaffen, sich das alles so schön zu reden. Ich meine, allen Ernstes, liebe Leute, es ist billig. Es ist billigst. Wir regen uns drüber auf, wenn in Syrien irgendwie die Staatsmacht ihre Bevölkerung zermetzelt, wenn dort die Rebellen anfangen. Und was ist jetzt dort in Mali? Na, natürlich haben dort die Tuareg-Rebellen Verbrechen begangen. Und was jetzt? Jetzt haben die Franzosen mit unserer Hilfe dort die Tuareg vertrieben und jetzt hat natürlich die malische Armee dieselben Verbrechen an der Bevölkerung begangen. Super! Wow, drehen wir eine Runde in der Spirale. Das ist 1A. Jeder Krisenregion in der Welt, wo wir uns beteiligen, machen wir genau das. Apropos Krisenregion, wie geht es eigentlich dem Flughafen in Berlin? Ja. Ja? Vielleicht verliert er irgendwie zufällig eine Transallmaschine, irgendeine friedensbringende Bombe drüber und der Wohnbereit ist das Problem endlich los. Ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Das ist auch so eine Meisterleistung unseres lieben, geliebten Verkehrsministers. Unser geliebter Verkehrsminister, den wir ja zum Rücktritt aufgefordert haben, was ihn, ich würde ja sagen, einen Scheißtrick interessiert hat, aber das wäre ein Schimpfwort und das wollen wir ja nicht sagen. Wer zum Teufel lässt eigentlich der Bahn all diese Dinge durchgehen? Ich stelle mir wirklich die Frage mittlerweile, weil es heißt immer dort Probleme, da Probleme, hier Probleme. Das Verkehrsministerium ist im Prinzip zuständig für all diese Dinge. Wollte man meinen, die Bahn ist ein Staatsunternehmen, 100% in der Hand des Staates. Hat Aufsichtspflichten, das Ministerium. Die besetzen dort Aufsichtsräte, die machen dort Richtlinienentscheidungen, die haben dort Weisungsbefugnisse. Der Ramsauer, der geht auch überall hin mit Schutzhut und dann wird schön rote Schleife durchgeschnitten und am Ende, wenn irgendwo in Berlin das S-Bahn-Netz endgültig kollabiert, wenn sie es nicht schaffen, dort Ausschreibungen für Züge zu machen. Sie schaffen es nicht. Die werden jetzt den Betrieb einstellen müssen in ein paar Jahren, weil die es nicht schaffen, rechtzeitig Ausschreibungen für neues Zugmaterial zu machen. Und wer ist schuld?
Nein. Die Eigentümervertretung der Deutschen Bahn ist völlig unschuldig. Die sind nämlich damit beschäftigt, rote Schleifen durchzuschneiden, wenn sie irgendwo irgendeine Regionalbahn eröffnen. Großartig, großartig. Und tja, was soll man machen? In Stuttgart haben wir den Bahnhof, solange wir noch haben. Jetzt graben sie noch ein paar Löcher. Vielleicht wird es was. Keiner weiß es. Vielleicht haben wir einen Tiefbahnhof. Keiner weiß es. Irgendwann vielleicht, irgendwann wird der Schwabe einsehen, ob man einen Hochbahnhof kriegt oder einen Tiefbahnhof kriegt, ob man jetzt irgendwann einmal einen Tiefflughafen baut. Ich weiß es nicht, auf was es hinausläuft. Hauptsache Todesstrafe für Kehrwochenvergehen. Ja, die gelben Säcke wurden aufgerissen schon wieder auf der Straße. Das kann es nicht angehen. Wir brauchen hier verdammt nochmal eine Bürgerwehr, die diese schweren Missstände unterbindet. Wenn man sonst keine Probleme hat. Ich meine, ja, hey, ich bitte euch, worüber muss man sich aufregen? Wir haben ja jetzt eine schwarze Verzerrung, eine grün-rote Landesregierung. Ich bin mir da nicht so ganz sicher manchmal, aber im Prinzip muss man sich mal überlegen, wie das wirklich gewesen wäre, wenn man vor vielen, vielen Jahren eine Zeitreise angestellt hätte. Zu Joschka Fischer, der frühen 80er Jahre geht und sagt, nimm dein Bier und verschwind gefälligst hier vom Schlossplatz. Bier trinken im öffentlichen Raum verboten. Der hätte die hinterhergeschmissen. Ja. Das ist ja noch das Mindeste gewesen. Also ich will dem Joschka Fischer nichts unterstellen, aber der war ja früher nicht dafür bekannt, dass er eine sanfte Natur war, eine frohe Natur. Sie haben ihm zwar böse Dinge unterstellt, aber ich bin mir sicher, er wäre nicht besonders erbost darüber gewesen, wenn man ihn von einem öffentlichen Platz vertrieben hätte, weil er da jetzt sein Bier trinkt. Wir im friedlichen, grünen Schwabenland dagegen, wir sehen diesen gesellschaftlichen Innovationen mit Freude entgegen, wo irgendwann, wie hat es der Johnny so schön gesagt, das Ausatmen unter Strafe gestellt wird, weil da vorher ein illegales Einatmen erfolgt sein konnte. Tja, und dagegen kommen dann von den Grünen so geistreiche Vorschläge. Die fordern ja ständig den Verkehr von der Straße auf die Schiene. Finde ich wunderbar. Finde ich großartig. Finde ich 1A. Aber dann gibt es Lärm. Das ist ja laut. Das fährt dann bei Leuten vorbei und dann unterstützen die Grünen Bürgerbewegungen, die sich gegen den Güterverkehr wehren. Man lässt sich das durch Zunge zergehen. Die Grünen sagen, ah, wir müssen den Straßenverkehr auf die Schiene. Und dann, wow, nein, geht ja gar nicht. Güterverkehr ist laut, ganz furchtbar. Diese Selbstbekämpfungsmaßnahme finde ich großartig. Wie viele Staatssekretäre dann mit der Lösung des Problems beauftragt werden, das ist 1A. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie redundant dieses System ist. Und dann kommen die Grünen auf die Idee, so recyclingfähige Güterwaggons. Also das sind im Prinzip Vollmetalldinger. Das heißt, wenn das Ding nach 60 Jahren seinen Geist aufgibt, schmeißt du das irgendwie ins Stahlwerk, schmelzt es ein und gießt einen neuen Waggon raus. Super, 100% recyclingfähig, du hast halt ein paar andere Teile, die kannst du nicht recyceln. Kunststofffahrwerke. Habe ich von einem Grünen so gehört. Das heißt, der größte Teil davon ist kunststoffgefedert, so wie beim ICE. Das heißt, alle paar tausend Kilometer muss das Ding in die Werkstätte und nach 60.000 Kilometern muss das halt getauscht werden. Das ist ökologischer Gedanke nach den Grünen, meine Freunde. Viel Spaß damit, das wird großartig. Die werden so großartige Sachen uns noch liefern. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Zum Beispiel jetzt den Bürgerhaushalt in Stuttgart. Zwar nicht auf den Mist der Grünen gewachsen, sondern eher im Prinzip damals auf der schwarzen Verwaltung. Der Harald kann wahrscheinlich ein Lied davon singen, dass das Ihnen mitbekommen. Es ist einfach nur wunderbar. Sie haben ja vor 2 Jahren aus dem Nichts rausgestampft. Nach 2 Monaten das System. Mit einer Kompetenz, wo man sich denkt, oh mein Gott, welche PHP-Kiddies haben dieses Ding aufgesetzt. Und dann für wie viel waren das? 120.000, 130.000 Euro? Oh, Sie haben ein Gästebuch aufgesetzt für 130.000 Euro. Wunderbar. Ja, was? Gästebuch. Was hat denn das mehr gehabt? Du kannst Vorschläge einstellen, du kannst sie ein bisschen bewerten, du kannst dir beliebig viele Accounts anlegen. Ja klar, weil irgendwie muss man ja dafür sorgen, dass der eigene Vorschlag unter die Top 100 kommt. Und jetzt, 2 Jahre später, nachdem der Orca immer wieder bei den Treffen war und wir alles wunderschöne Vorschläge, wir haben denen ein Resümee gegeben, das ist das Problem, mit diesen einfachen Mitteln müsst ihr es beheben, vor 2 Jahren. Orca war auch immer wieder dort. Was hat sich seitdem geändert? Die Farbpalette der Website. Ich habe sonst bis jetzt ehrlich gesagt keine Änderungen gesehen, abgesehen von ein bisschen Kosmetik. Dieselben Manipulationsmöglichkeiten wieder. Und das versuchen die dann als moderne Bürgerbeteiligung zu verkaufen. Sprich, man beteiligt irgendwelche Leute, die jetzt halt Interesse haben, auf diese Webseite zu gehen.
Und wer dann irgendwie die Eier hat, sich genügend Accounts anzulegen, zum Bewerten, dessen Vorschläge sind dann in den Top 100. Und die werden dann vom Gemeinderat abgelehnt. Ja. Einspruch. Wieso Einspruch? Ich bin Multiplikatorin des Bürgerhaushalts. Ich stehe zu diesem Verfahren. Ich stehe auch zu diesem Verfahren. Ja, also aber dann bitte richtig. Aber nicht das Manipulieren hier veröffentlichen. Ja, aber wenn es doch wahr ist, wir haben es denn vor 2 Jahren gesagt. Das ist... Wie lange wollen wir warten damit? Ja, das ist ehrlich gesagt, ist eine Sauerei. Weil so sagt man den Leuten, hey, habt ihr Mitbestimmungsmöglichkeiten? Und das stellt euch mal vor, wir haben Bundestagswahl und dann gewinnt der mit dem größten Drucker. Weil sich der halt die meisten Stimmzettel vorher ausdrucken konnte. Der marschiert dann mit so einem Leiterwagen an Drucker, marschiert er dann zu der Urne und sagt, so, ich bin Max Müller, Max Meyer, Junior, Max Meyer Junior, Aaron Aaronson bis Zeron Zaslowski, wirft dort seine Stimmzettel ein und geht nach Hause. Und dann hat halt die Partei gewonnen, die den besseren Drucker hat. Das ist in meinen Augen nicht demokratisch vertretbar. Und genau das haben wir bei dem Bürgerhaushalt. Das ist ein indirektes Verfahren und die sachkundigen Bezirksvorsteher, die werden schon wissen, wer manipuliert hat oder wer nicht. Da bin ich hochgradig erleichtert. Hochgradig erleichtert. Damit ist das ganze Thema natürlich vom Tisch. Vielleicht haben wir in 2 Jahren dann eine neue Farbpalette und das Problem tut uns in den Augen gleich wesentlich weniger weh. Mich ärgert das deswegen, weil wir das auch anders können. Das geht besser, das geht günstiger. Wir haben das Know-how in der Stadt Stuttgart. Ich bin mir sicher, wenn die einmal zur Uni gehen und einmal zum Shackspace, verdammt doch mal die Leute, die rennen denen hinterher. Da gibt es ein halbes Dutzend Drupal-Experten, die bauen ein System hin, das der Stadt passt. In der halben Zeit für einen Bruchteil des Geldes. Aber nein, man kauft das kommerziell ein, man kauft den Support ein, man kauft die Server ein, weil wir haben das Geld ja. Hey. Das ist eine Ausschreibung gewesen. Ja, eine Ausschreibung. Der Anbieter kriegt es. Eine Ausschreibung, deren Ausschreibungsdauer war wie viele Wochen und wie viele Leute haben sich beworben und wer hat die Kriterien geschrieben, die am Ende zu dem Ausschreibungsergebnis geführt haben. Also es ist eine tolle Ausschreibung, so wie alle tollen Ausschreibungen in der öffentlichen Hand, genau nichts wert. Und das ist, ich meine, jetzt der Harald hier, der hat mir ja vorher eine Steilvorlage geliefert, nachdem er jetzt ständig Tickets bekommt. Der arme Mensch ist momentan mit der Ticketbearbeitung zugeschissen. Das kennen alle, die schon irgendwie mit OTS gearbeitet haben. Ich habe ja den Verdacht, der Kuhn, der hat so einen Monitor bei sich im Büro. Und beim Harald hängt so eine Kamera. Und jedes Mal, wenn er sieht, der Harald hat ihn immer noch nicht verziehen. Der Harald hat ihm ja Gegenwind gegeben. Der hat immer noch, und der sieht dann, der Harald, ah, der macht gerade wieder 10 Sekunden Pause, dieser faule Mensch, und dann schreibt er wieder Tickets. Deswegen hört man vom Kuh noch so wenig, dem hört man kaum irgendwas momentan. Also hier und da äußert er sich. Genau, beim Turner, siehst du? Beim Turner, da wäre das überhaupt kein Problem. Ich sage ja, wir müssen die Schwarzen wählen. Die Schwarzen, die verschaffen uns Posten. Da geht das alles wie geschmiert. Aber mit dem Kuhn, der hockt nur da, missgünstig und schreibt Tickets. Und der arme Harald sitzt den ganzen Tag und muss die jetzt bearbeiten. Verliert schon den Glauben an die Technik. Das sind so diese typischen Probleme, die auch die Internet-Enquete-Kommission hat. Ich meine, wir haben ja da unglaublich viele Probleme, die es zu bearbeiten gibt. Und die Politik kommt eigentlich nicht hinterher damit, das Internet zu verstehen. Das merkt man, wenn man sich mal so eine Talkshow anschaut, wo die grauigen Politiker sitzen und dann drüber sinnieren, wie furchtbar das Internet für die junge Generation ist. Und dass heute schon 9-jährige E-Mails schreiben. Heute in den 50ern wäre man froh gewesen, wenn 9-jährige regelmäßig Briefe geschrieben hätten. Heute schreiben die das, klar schreiben die oft 140 Zeichen Nachrichten, aber ist das schlecht? Ist es schlecht, dass heute irgendwelche Teenager nächtelang in der Wikipedia rumsurfen? Das ist doch furchtbar. Man stelle sich vor, wie die Eltern früher geklagt hätten, wenn die Kinder nächtelang durch die Lexikons durch wären. Hör endlich auf, das Lexikon zu lesen, aus dir wird ja nichts. Leg das jetzt weg. Geh Fernsehen. Genau, geh Fernsehen. RTL. Das echte Leben. Ja, und 99 Probleme hat man. Wenn man sich so anschaut, was die Internet-Enquete-Kommission bearbeitet hat, jetzt haben wir die Internet-Enquete-Kommission gehabt, jetzt haben wir halt 100 Probleme. Und dann machen sie wieder irgendwas und dann haben wir 101 Probleme. Also ist super, da wird natürlich nie irgendwas. Das ist Shared Stupidity anstatt von Shared Knowledge. Sie verstehen es nicht. Aber zum Glück, wir haben ja noch ganz andere Probleme. Wir haben zum Beispiel die Energiewende. So dass ich finde das von der Heute-Show so super, unseren Altmaier, Peter Altmaier. Seid ihr den einmal so in dieser Perspektive im Bundestag, der immer so da sitzt mit diesem Blick so wie der, wie sagen wir, Bulldog? Also irgend so ein zerfletschender Wachhund. Tom und Jerry, der Hund, genau. Der Blick, der wird unsere Energieprobleme lösen.
Der wird die Energiewende herbeiführen und genau aus dem Grund kaufen sie momentan auch, planen sie ein Nordseekabel zur Oblast, wie heißt sie? Der Windpark. Es gab da einst Ostpreußen. Das besteht heute aus zwei Hälften. Die eine Hälfte ist polnisch, die andere Hälfte ist russisch. Ich habe wirklich den Begriff vergessen. Helft mir weiter. Kaliningrad Oblast. Dankeschön, Günther. Diese wunderbare Gegend hat ein paar tausend Einwohner und ist im Großen und Ganzen ein Militärsperrgebiet. Und jetzt bauen die dort ein Atomkraftwerk hin, das produziert viermal so viel Strom, wie diese Gegend überhaupt verbraucht. Anzumerken ist, dass diese Gegend momentan schon mehr Strom produziert, als sie verbraucht, weil jetzt schon ein Atomkraftwerk dort steht. Das machen die Russen natürlich, weil diese Gegend dort so ein florierender Wachstumsmarkt ist, wo sie die Energie brauchen. Und das Nordseekabel, Ostseekabel, was dorthin gebaut wird, hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir nachher den Strom importieren, dass die Trasse kapazitätsmäßig davon ausgelegt ist. Also diese Energiewende ist eine super Sache. Der Altmaier weiß bestimmt, wo wir in Zukunft unsere Energie herkriegen. Der Windpark dort im hohen Norden, wo genau nichts vorangeht, der Ausbau der Netze Richtung Süden, wo genau nichts vorangeht, wo man bei der Planung irgendwelchen Leuten ein Starkstromkabel vor die Haustür baut, wo man sich an drei Fingern ausrechnen kann, wenn man denen ein Starkstromkabel übers Haus baut. Werden die sich vielleicht aufregen? Nein, die regen sich nicht auf, das geht schon. Wir machen da einfach eine Linie auf der Karte, wo dann die Stromtrasse verläuft, das ist alles gut, wir können uns auf den Menschen verlassen. Ja, wir können uns auf den Menschen verlassen. Ich meine, die Linkspartei, die regt sich sowieso über solche Menschen grundsätzlich auf, so reiche Menschen, furchtbare Menschen. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz schrecklich, wie die ihre Nebeneinkünfte nicht offenlegen, dem Altmaier seine Kollegen, was sie alles verdienen. Also ich meine, exemplarisch hat man ja jetzt den Steinmeier dafür gekreuzigt. Aber die anderen 20 Leute auf der Liste, das waren CSUler und CDUler. Und nein, Steinbrück meinst du? Steinbrück. Habe ich Steinmeier gesagt? Ja. Ja, der verdient weniger, der war ja nur Vizekanzler, da kriegt man ja nichts mehr. Und das ist eigentlich schon schade, weil die Linkspartei verspielt damit die historische Chance, das zu tun, was sie schon in den letzten 3 Jahren nicht getan hat, nämlich korrekt auf die Krise hinzuweisen. Dass es nicht so einfach ist zu sagen, boah, diese fiesen Reichen, die wollen uns hier irgendwie jetzt unterdrücken und wir die guten Armen hier. Ich betone die guten Armen, also so Leute wie der Oskar Lafontaine, der in bitterer Armut mit seiner Sarah Wagenknecht lebt, der sich seinen zweiten Mercedes kaum mehr leisten kann, neben den anderen 27 Fahrzeugen, die er vermutlich hat, keine Ahnung, der Mensch soll ja nicht besonders arm sein. Also reiche linke Spitzenfunktionäre sinnieren über die Armut. Mir bricht das Herz. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und es ist einfach nur großartig, wenn man sich die ganze Show mal anschaut. Und der Chris wird eine Riesenfreude haben, weil wir haben lauter solche wunderbare Kandidaten auch in Stuttgart. Ob das jetzt der Stefan Kaufmann ist? Klar, der Mensch ist homosexuell, das ist scheißegal, das ist seine Privatsache. Der kann schwul sein, lesbisch sein, der kann sogar von mir aus... Was weiß ich, ist völlig egal. Es ist aber gut, dass er das bei der Union kann. Aber, wir vergessen immer, er ist ein konservativer Politiker. Das heißt, im Bundestag, im Zweifelsfall, stimmt er gegen die Homo-Ehe. Er stimmt, ja. Schwuler, CDUler stimmt gegen die Homo-Ehe, gegen das Adoptivrecht für gleichgeschlechtliche Paare, nachdem die Opposition das ja irgendwie durchgesetzt gekriegt hat, auch in den Ländern teilweise. Auch dagegen gestimmt. Und wahlweise auch zum Beispiel gegen die Offenlegung von Nebeneinkünften. Hat er auch dagegen gestimmt, hat er aber nicht gewusst. Also da habe ich ihn ja auch drauf angesprochen, er hat es halt nicht gewusst. Man muss ihm das verzeihen, weil wenn der Fraktionsvorsitzende sagt, jetzt Kärtchen heben, dann hebt man halt Kärtchen. Da fragt man oft nicht wirklich nach. Das ist üblich so. Das ist ja beim Ed-Demir nicht anders, nur dass der halt irgendwie lauter krakeelt. Den hat der Christi auch als Gegenkandidaten. Der Ed-Demir, der ist wunderbar. Der hat ja schon seine Intrigen auch schon hinter sich. Dafür ist er ja auch schon mal zurückgetreten worden. Er wollte eigentlich nicht. Der hatte das letzte Mal gegen den Stefan Kaufmann auch verloren, seinen Wahlkreis. Da hat er eigentlich gedacht, hurra, hurra, wir stürzen die CDU. Und dann ist er halt wieder für Jahre in der Versenkung verschwunden. Jetzt versucht er es nochmal. Mal schauen, ob es irgendwie reißen wird. Und sonst die üblichen Verdächtigen aufgestellt. Wir werden einen super Wahlkampf haben, es wird einfach nur Spaß machen. Und ich sage euch eins, um das abschließend zu sagen, sind wir tot? Ja, sind wir tot? Nein.
Nein, nein. Jetzt nicht zu überzeugen. Sie will, nein. Hey, das ist im Prinzip vollkommen egal, wenn ich dran denke, wo diese Partei vor 6 Jahren war. Eine Handvoll Idealisten. Frag den Stefan, der weiß es. Es war absurd, überhaupt daran zu denken, dass man jemals irgendwie relevant wird. Jetzt sind wir es geworden, in einer Geschwindigkeit, die mich schon 2009 schockiert hat, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wer kommt jetzt? Mitgliederansturm, Verzehnfachung. Wir haben es damals überlebt und wir werden es jetzt überleben. Dass dann immer wieder Leute dazukommen, wo man sich dann auf den Kopf greift und sagt, warum haben wir die gewählt? Was passiert? Come on, wir wachsen. Ich meine, selbst die Merkel hat irgendjemand dahin gewählt. Also das kommt in besten Familien vor. In besten Parteien kommt es vor, dass dann irgendwelche Figuren an Spitzenämter kommen. Wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen. Schaust du mich so böse an? Ist wahr, oder? Das ist halt das Problem, dass die jetzt unser Gesicht nach außen sind. Draufgeschissen. Das Wesentliche ist, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Wie schaffen wir das? Indem wir vorlegen. Indem das kollektive Gejammere ein Ende findet. Genau. Das kollektive Gejammere ist das größte Problem, was wir haben. Der Bundesvorstand sagt irgendwas zur Presse und wir heulen auf Twitter, oh mein Gott, was haben die schon wieder gesagt? Die Presse berichtet, dass die Basis jammert, woraufhin sich der Bundesvorstand genötigt sieht, das zu kommentieren. Woraufhin die Presse die Kommentare vom Bundesvorstand abdruckt. Wir lesen das Ganze auf Twitter und oh mein Gott, was haben die schon wieder? Das ist eine Systematik, das ist wunderbar. Das ist doch großartig. Das ist fast so wie die Grünen mit dem Güterverkehr. Also ich meine, wir können das noch monatelang so betreiben. Also bis ungefähr der Letzte die Lust verloren hat und sie Twitter eingestellt haben, weil am Ende nur noch der Piraten geht number 1 million Hashtag trendet und wir können irgendwie alle im kollektiven Selbstmitleid sprechen. Nein, sollten wir nicht. Wir haben so viele wichtige Dinge zu tun. Wer hat hier Windows in Wir haben festgestellt, es gibt Videos. Okay. Aber liebe Leute, wir lassen uns nicht unterkriegen davon und gleichzeitig jeder Einzelne von uns. Wir müssen an uns selbst arbeiten. Wenn wir merken, dass in unserer Umgebung so eine miese Stimmung herrscht, müssen wir daran arbeiten. Ja, und nicht selber das am Leben halten. Klar, ich finde es auch schön, wenn man über Twitter ablästert. Das ist super. Das ist, oh mein Gott, wie schön ist das. Aber das ist dasselbe Problem wie mit der verdreckten Wiese. Es kommt ja nicht darauf an, dass ich jetzt meinen Dreck hier hinschmeiße. Und am Ende hat man einen schwäbischen Müllberg. Ja, mach mal Kehrwoche auf Twitter. Hör mal auf mit dem scheiß Gejammere, hör mal auf, uns gegenseitig fertig zu machen. Miteinander zu streiten. Ich sage ja nicht, dass man mit Diskussionen aufhören soll, mit Sachdiskussionen. Ich habe gerne Auseinandersetzungen, aber man kann einen normalen Ton pflegen und man muss sich nicht immer gegenseitig anbitschen. Oh, wie scheiße hier. Oh, ich mache euch hier ein kleines Planschbecken, Schlammcatchen, super, tragt es persönlich aus. Aber wir haben politische Gegner. Die verdienen unseren fiesen, ungebremsten Streitwillen. Die müssen wir angehen, denn die haben viel, viel, viel schlimmere Dinge zu tun. Der Ponada, er ist harmlos, schlimmer, mein Gott. Im Zweifelsfall. Oh. Wollt ihr denn wirklich mit diesen Leuten streiten, während da draußen die Friedrichs sitzen und sich überlegen, wie wir als nächstes zu überwachen sind? Gehen wir lieber die an. Hör mal auf, uns selber fertig zu machen. Naja. So, jetzt habe ich euch zugelabert und deswegen kommt jetzt der Johnny dran. Vielen Dank.